Luftballons formen mit Verona Poth am Weltkindertag. Daran hat Verona genauso viel Spaß wie die Kids. Es gibt keinen Geburtstag von mir ohne Luftballons. Also bei den Kindern sowieso. Aber auch wenn ich meinen Geburtstag feiere, das können Sie gerne mal auf meiner Internetseite sehen, es sind immer Luftballons da. Sterne, Herzen. Ich liebe Luftballons. Auch in Aktion Sängerin Lena. Sie schminkt Kinder und erinnert sich dabei an die eigene Kindheit. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich kann mich natürlich noch ganz genau daran erinnern, wie toll ich das früher fand als Mädchen. Und ich war immer die Erste, die Prinzessin, Schmetterling, Minimaus, Marienkäfer, was auch immer. Also ich war immer die Erste, die gesagt hat, ich muss auch geschminkt werden und deswegen fand ich das ganz toll. Lilly Becker kegelt mit Kindern. Mit dabei Sohn Amadeus, der anscheinend Papas Ballgefühl geerbt hat. Ja, he was a little bit nervous. Er war etwas nervös wegen der Kameras, aber er hat das Kegeln sehr genossen, vor allem wegen der anderen Kinder. Verona übrigens weiß schon, was sie mit dem Luftballonhut machen wird. Den gebe ich auch nicht mehr her, weil meine Kinder warten ja zu Hause. Und den bringe ich natürlich heute Abend Rocco mit. Ja, jetzt suche ich noch einen zweiten für Diego. Franjo muss drauf verzichten. Also es gibt nur für die Kinder was heute. Ein Kindertag, der auch Erwachsenen Freude macht.